Du sitzt vor einem Antrag für zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung und bist gerade bei den Gesundheitsfragen und dann wird gefragt, waren Sie innerhalb der letzten 3 Jahre bei Ärzten, haben Untersuchungen stattgefunden etc. etc. Und auf einmal kommst du ins Grübeln, denn du weißt nämlich nicht mehr genau, war das jetzt 3 Jahre her oder vielleicht doch schon 4 Jahre oder weißt eigentlich so überhaupt gar nicht mehr, ob du bei irgendwelchen Ärzten warst innerhalb der letzten Jahre. Jetzt kannst du natürlich hergehen, kannst alle möglichen Ärzte anrufen, bei denen du vielleicht mal warst oder glaubst, dort gewesen zu sein. Oder aber du machst das auf eine clevere und viel, viel einfachere Art und Weise. Und wie genau das funktioniert, erkläre ich dir in folgendem Video. Ganz viel Spaß dabei. Servus, hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und im heutigen Video möchte ich euch wirklich eine ganz wichtige und auch ganz einfache Möglichkeit zeigen, wie du dir quasi deine Gesundheitsdaten, wann du vielleicht bei irgendeinem Arzt warst, besorgen kannst, ohne dass du hier jetzt mit großem Aufwand alle möglichen Ärzte anrufst, bei denen du vielleicht mal in der Vergangenheit warst und die alle abklapperst. Erstmal, warum ist das überhaupt so wichtig? Damit man das versteht, wenn du hier einen Antrag ausfüllst auf Berufsunfähigkeitsversicherung, auf private Krankenversicherung, private Zusatzkrankenversicherung, Risikolebensversicherung, also alles, was es so irgendwie an Versicherungsverträgen gibt, wo Gesundheitsdaten abgefragt werden, dann bist du verpflichtet, hier wahrheitsgemäß zu antworten. Und wenn du halt dir nicht mehr sicher bist, ob da jetzt vielleicht ein Arztbesuch stattgefunden hat oder nicht, dann solltest du vielleicht diese Option, die ich dir gleich zeigen werde, hernehmen, um hier wirklich sicher zu gehen. Nämlich wenn du hier Angaben machst, die nicht stimmen oder halt vielleicht Angaben weglässt, dann kann es im schlimmsten Fall dazu führen, dass wenn dann später mal vielleicht der Leistungsfall eintreten sollte und hier zurückgeprüft wird und dann wird festgestellt, ha, sie haben aber dann quasi hier vergessen, was anzugeben, da war eine Behandlung, da hat eine Behandlung stattgefunden bei Arzt XY, das haben sie nicht angegeben, hätten sie aber angeben müssen, dann kann der Versicherer im schlimmsten Fall vom Vertrag zurücktreten, die Leistung verweigern, Leistung kürzen etc. Und das wollen wir halt natürlich nicht. Und deswegen einfach im Vorfeld hier lieber sich die Daten besorgen, das Ganze wahrheitsgemäß ausfüllen und dann ist man eben auf der sicheren Seite. Wenn du das sowieso weißt, weil du deine Arztbesuche sehr akribisch zum Beispiel einpflegst, du kannst da immer zurückgucken, du hast da Unterlagen, super, perfekt, dann hast du ein eigenes System, dann brauchst du das vielleicht nicht. Für alle anderen, die das halt nicht so genau wissen, wie ich zum Beispiel, bei mir ist das relativ, also ich gehe sowieso nicht oft zum Arzt, ne? Und wenn ich dann mal beim Arzt war, ich weiß es nicht, wenn man schon die letzten 2 Jahre, wenn mich jemand fragt, wie oft und ob ich da beim Arzt war oder ob ich überhaupt beim Arzt war, keine Ahnung. So, und was habe ich eben gemacht? Ich probiere natürlich ja sowas erstmal im Vorfeld aus, bevor ich das euch erzähle, was man dann hier eben machen kann. Und zwar machst du Folgendes. Du rufst bei deiner Krankenkasse an. Dabei ist es jetzt egal, ob du gesetzlich krankenversichert bist oder privat krankenversichert bist. Und sagst denen, hallo, Kunkel mein Name, ich hätte gerne für die letzten Jahre meine Abrechnung, meine Auszüge, wann ich wie wo beim Arzt war. Denn jeder Arztbesuch wird ja abgerechnet über deine Krankenkasse. Das heißt, diese Informationen, egal bei wie vielen verschiedenen Ärzten du warst, haben sich ja dann alle zentral bei deiner Krankenkasse gesammelt, weil die haben das Ganze ja bezahlt. Und deshalb kannst du dir von dieser Stelle dann all diese Informationen holen. Das habe ich jetzt einfach mal für mich gemacht. Ich sage euch jetzt mal, wie meins hier heißt. Es nennt sich Auskunft über in Anspruch genommene Leistungen und deren Kosten. Und das geht jetzt bei mir 6 Jahre zurück. Das kann vielleicht sein, dass deine Krankenkasse weiter zurückgeht, vielleicht auch mal speziell nachfragen, wenn du hier Fragen hast, die vielleicht 10 Jahre zurückgehen, dass du sagst, hey, ich brauche die Infos bis zu 10 Jahre zurück, kann ich dir jetzt natürlich nicht versprechen, dass sie das auch machen bis zu 10 Jahre, das weiß ich wirklich nicht, gehe aber davon aus, dass es klappen wird. Ne? Und dass du denen einfach so detailliert wie möglich erzählst, was du hier brauchst, und dann kriegst du das, wie ich hier so zugeschickt, ich halte das mal in die Kamera, das ist wie so ein Bogen, ganz viele Abrechnungen, das sieht auch erstmal im ersten Moment sehr verwirrend aus, aber hier steht genau drauf, wo ich wann, bei welchem Arzt war, da steht drauf, was das gekostet hat, da steht drauf die einzelnen Posten, also quasi die Abrechnungsposten, so, und
Das kannst du einfach hernehmen, um dann erstmal schon mal zu wissen, aha, okay, ich war in einem abgefragten Zeitraum beim Arzt oder halt nicht. Und wenn du dann beim Arzt warst und da vielleicht nochmal Detailfragen auftauchen, dann weißt du zumindest, bei welchem Arzt du einfach mal kurz anrufen solltest. Kannst dann mal nachfragen, ja, was war da die Behandlung vielleicht oder was gab es da an der Diagnose etc. und so weiter und so fort. Und das erleichtert dir das Ganze halt natürlich unglaublich. Das hat bei mir, ich glaube, knapp 2 Wochen gedauert, bis ich das im Briefkasten hatte. Also sowas vielleicht immer im Vorfeld mal planen. Und dass du halt weißt, dass das einfach eine gewisse Zeit dauert, bis dir das zugeschickt wird. Genau, und das war es eigentlich schon gewesen für dieses Video. Relativ kurzes Video, relativ wichtiger Inhalt meiner Meinung nach für alle, die hier, wie gesagt, keine Ahnung haben, wie das gesundheitstechnisch abgelaufen ist die letzten Jahre, wo man wie beim Arzt war und das gerne wissen möchte. Hier die Lösung, hier der Weg, wie ihr euch das besorgen könnt. Einfach bei der Krankenkasse anrufen und den erläutern, erklären, was ihr hier wollt. Vielleicht ein bisschen ausführlicher erklären. Meine wussten nicht sofort, was ich hier meine. Es wird wahrscheinlich offensichtlich nicht so oft angefragt. Also hier ein bisschen Geduld mitbringen, das vielleicht auch sagen, ich brauche die Infos für eine Versicherung, die ich abschließen möchte und möchte hier eben keine Fehler machen. Und dann denke ich, wissen die auch Bescheid und wissen genau, was hier gefragt ist. Jawohl, wie gesagt, das wäre es schon gewesen. Ich hoffe, das war wichtiger Inhalt. Wenn ja, bitte einen Daumen hoch da lassen dem Video. Wenn du den Kanal an sich noch nicht abonniert hast, dann lass dem Kanal einfach noch ein Abo da, damit du immer auch in Zukunft solche Videos, solche wichtigen Inhalte zum Thema Versicherung nicht mehr verpasst. Ansonsten schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast und wir sehen uns ganz einfach wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus und mach's gut.